Live-Bilder sehen, versuchen wir das Ganze weiter zu analysieren mit unserem Kollegen unter anderem Christoph Wanner, der die vergangene Woche ja direkt auch vor Ort verbracht hat, mitbekommen hat, auch die Stimmung unter den Männern. Und ich vermute mal, Christoph, dass dich das, was jetzt passiert, nicht überrascht. Nein, es überrascht mich nicht, weil in den letzten Tagen sich tatsächlich abgezeichnet hat, dass die Stimmung kippen könnte. Das ist der Tatsache geschuldet, dass das Lager Isomini einfach komplett überfüllt ist. Also du musst wissen, dieses Lager wurde gebaut für 1500 Flüchtlinge und innerhalb der letzten Woche sind das so viele Migranten geworden, dass wir mittlerweile von 7.500 Menschen ausgehen. Und das Schlimme oder das Tragische für diese Menschen ist, dass sie genau wissen, dass das jetzt hier erst einmal für sie die Endstation ist. Und sie haben ja eine extrem lange, strapaziöse Reise auch hinter sich. Wenn die Menschen aus Syrien oder aus dem Irak kommen, dann geht es ja erst mal rauf mit Hilfe der Schlepper Richtung Assos zum Beispiel gegenüber von Lesbos, dann kommt diese Schlauchbootfahrt, die ja extrem gefährlich ist. Sobald da etwas Seegang kommt, muss man damit rechnen, dass diese wackeligen Schlauchboote kentern. Wir alle wissen, wie viele Menschen dabei schon ums Leben gekommen sind. Die Migranten, das sind mittlerweile sehr, sehr viele Familien, nicht eben nur, wie das im vergangenen Jahr war, vornehmlich alleinstehende Männer, sondern diesmal Familien mit kleinen Kindern. Da kann man sich vorstellen, was da los ist. Tatsächlich eskaliert. Das Tor nach Mazedonien ist gefallen. Das Militär, das schwer bewaffnete auf der mazedonischen Seite, wehrt sich quasi jetzt, um einen Durchbruch zu verhindern. Es werden Tränengasgranaten geschossen, um einen Übertritt der Flüchtlinge zu verhindern. Die Flüchtlinge, die jetzt natürlich quasi den Rückzug antreten müssen, weil sie kaum Luft bekommen. Und wir haben gerade auch, Tatjana? Meine Frau auch gesehen, die ganz offensichtlich ohnmächtig geworden ist, während wir in den ersten Minuten ja in der vordersten Reihe vor allen Dingen Männer gesehen haben. Ich glaube, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen es jetzt auch. Wir sehen hier Familien, wir sehen Kinder, die auf den Schultern ihrer Väter oder Mütter getragen werden. Und Sie hören es, die Situation sehr, sehr unübersichtlich im Augenblick. Auch für diejenigen Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort sind und versuchen, das Ganze einzufangen und zu dokumentieren. Eine Lage also, die komplett außer Kontrolle geraten ist. Ich weiß nicht, ob Herr Höhler aus Athen noch in der Leitung ist. Wenn ja, würde ich ihn ganz gerne fragen. Herr Höhler, was hören Sie denn im Augenblick von griechischer Seite? Weil wenn ich das richtig sehe, ich sehe hier im Moment auf den Bildern, die uns erreichen, keine griechischen Sicherheitskräfte, weit und breit nicht. Nein, das ist in der Kameraeinstellung, die wir hier sehen, in den Kameraeinstellungen tatsächlich so. Man muss davon ausgehen, dass die griechische Polizei zwar vor Ort ist, aber doch ein ganzes Stück weit weg, also nicht unmittelbar an der Grenze. Was die griechische Reaktion angeht, die gibt es bisher nicht. Der griechische Minister für Migration, Ioannis Mousalas, hat sich bisher nicht geäußert. Das ist ja auch ein Vorgang, der noch läuft. Das Tor ist ja erst vor wenigen Minuten gefallen. Nun ziehen sich die Menschen zurück, auch um dem Tränengas zu entgehen. Sie ziehen sich zurück in die Nähe dieses Lagers, das es da gibt. Aber wie gesagt, dieses Lager hat nicht annähernd genug Platz für alle Menschen. Es sind wohl über 7.000, die dort inzwischen sind, die nur sehr schlecht versorgt werden können. Das ist auch das, was die Hilfsorganisationen sagen, die sich dort bemühen, den Menschen wenigstens das Rudimentäre zu bieten, also Lebensmittel, Wasser. An medizinische Versorgung ist überhaupt nicht zu denken, jedenfalls nicht in dem Umfang, in dem es gebraucht wird, vor allen Dingen für die Familien und die Kinder.